Uhrwerke sind kleine mechanische Wunderwerke und das fasziniert einfach. Und ich glaube nicht nur Uhrmacher. Also mich fasziniert an Uhren vor allem, dass man es da auch mit vielen alten Uhren zu tun hat, die alle für sich schon eine Geschichte erzählen könnten. Man sieht ihnen ihr Alter an, man sieht der Mechanik an, dass die viele Jahrzehnte gedient haben. Uhren sind den Leuten ständig präsent, teilweise sogar ständig am Körper. Tagsüber begleiten diese Armband- und Taschenuhren ja die Leute über Jahre und Jahrzehnte. Das macht Uhren insofern auch zu etwas Besonderem, weil sie ja ständig arbeitende kleine Wunderwerke, Maschinchen sind, die ständig benutzt oder ständig mehrmals am Tag angeguckt werden. Ich schätze, etwa 2/3 der Uhren, die bei mir zur Reparatur abgegeben werden, dass da wirklich Erinnerungen, ideelle Werte mit verbunden sind. Ganz häufig höre ich, das ist eine Uhr, die ich von meinen Großeltern kenne oder die ich jetzt übernommen habe, die schon lange, viele Jahre in der Familie ist und die dann eben auch repariert werden sollen. Und das ist mit unterschiedlichem Aufwand verbunden. Das dauert bei mir also auch eine geraume Zeit. Umso größer ist die Freude dann natürlich, wenn die Leute ihre Uhren wiederholen. Die Freude ist nicht zu übersehen. Also da spielen also auch wirklich Emotionen dann schon eine große Rolle. Also in meinen Laden kommen eigentlich nicht besonders oder vorrangig alte Leute. Nein, es kommt eigentlich der gesellschaftliche Querschnitt, würde ich mal sagen. Also es kommen natürlich auch alte Leute mit ihren alten Uhren. Es kommen aber auch vor allem junge Leute mit alten Uhren, mit Erbstücken, mit auch neueren mechanischen Uhren. Also eben nicht Batterie, Elektronik, Funkempfang, sondern eine echte Uhr am Handgelenk oder in der Hosentasche. Das lassen die Leute, das heben sich die Leute auf und lassen die aufarbeiten und freuen sich wirklich teilweise wie ein Kind, wenn sie diese Uhren wieder in eigenen Händen halten.